Gigant China verzichtet auf Transitdienstleistungen der Baltischen Republik Litauen. Hallo und Privet aus Kaliningrad. China hat begonnen, den Transit von Waren durch Litauen zu blockieren. Dies stellt einen weiteren erheblichen Schlag gegen den litauischen Staatshaushalt dar, der zu großen Teilen aus Einnahmen aus Transitdienstleistungen besteht. Russland hatte bereits einen Großteil seiner Transitleistungen durch die baltischen Staaten, so auch durch Litauen, eingestellt und damit den so schon defizitären Haushalt der baltischen Kleinstaaten einen schweren Schlag versetzt. Nun stellt auch China seinen Warenfluss durch Litauen ein. Russische Medien informieren, dass China Litauen generell aus seinem Zollsystem ausgeschlossen habe. Daraus erfolgt automatisch, dass keinerlei Waren mehr über dieses Land transportiert werden können. Litauen kann als Mitgliedsland der EU keinerlei Gegenmaßnahmen einleiten und hofft nun auf finanzielle Hilfe aus der Europäischen Union. Es handelt sich um einen beispiellosen Vorgang, wonach Sanktionen nur gegen ein Land der Europäischen Union verhängt werden, so der Außenminister Litauens. Wir können keine Gegensanktionen verhängen, weil wir keine Möglichkeiten haben, China aus dem Zollsystem der EU zu streichen. Das Zollsystem wird von der Europäischen Union reguliert. Deshalb muss sich die Europäische Union in diese Angelegenheit einmischen, um Litauen zu schützen, setzte der Minister seine Erläuterungen fort. Bereits im Vorfeld zu dieser Entscheidung hatte China bekannt gegeben, seine diplomatischen Beziehungen zu Litauen im Niveau abzusenken. Grund war, dass Litauen Taiwan gestattet hatte, in Vilnius eine Vertretung zu eröffnen. Der Leiter dieser Vertretung ist in Personalunion auch als Leiter der gleichen Vertretung in Riga tätig. China kommentierte, dass Litauen für seine Entscheidung nun bezahlen müsse. Der Botschafter Chinas wurde aus Litauen in die Heimat abberufen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.